Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch einen kleinen Haul. Tut mir leid, wenn es nicht so viele Sachen sind. Es sind wirklich nicht so viele Sachen geworden, weil ich habe in letzter Zeit nicht so viel geshoppt, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass es euch trotzdem weiterhilft und gefällt. Und ja, deswegen dachte ich mir, sind zwar nicht so viele Sachen, aber ich dachte mir halt, dass ich euch die trotzdem mal vorstelle. Weil ich halt mega oft gefragt werde, wo ich meine Sachen her habe, die ich auf bestimmten Bildern anhabe. Und ja, ich stelle sie euch heute vor. Kommen wir zur Unterteile. Eine Leggings, würde ich sagen. Und die ist so gerippt, also die hat so einen gerippten Stoff. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Oh Gott, wie ich aussehe. Egal. Auf jeden Fall. ja, das Ding ist, das ist nicht nur eine normale schwarze Leggings, sondern die hat unten so Schlaghosen. Ja, dass sie halt unten sehr weit ist und oben ist sie halt komplett eng wie eine Leggings. Und ohne Witz, Leute, sie sitzt so geil. Also dafür, dass ich sehr dünn bin, also was heißt sehr dünn? Also ich bin relativ normal schon mittlerweile, aber ich bin halt schlank und habe jetzt nicht wirklich Kurven, sage ich mal. Ich habe jetzt auch nicht die größten, der größten Popo, sage ich. Aber ohne Witz, an alle Mädels, die jetzt nicht so diesen kleinen Popöchen haben wie ich, ohne Witz, die sitzt so gut, die passt sich so krass geil an, dass der Popo da drin wirklich hübsch aussieht, muss ich ehrlich sagen. Also, klar hat man keinen riesen Hintern, das ist selbstverständlich, ne? Aber der macht wirklich, die Leggings macht einen sehr schönen Hintern, was ich sehr cool finde. Und sie sitzt halt sehr hoch und ist leider sehr lang. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil, ja, dazu könnte man eigentlich nur hohe Schuhe anziehen. Oder ich habe so Sandalen, die sind so plateaumäßig, ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Also für große Mädchen wäre das eher praktischer, aber ich habe eigentlich recht lange Beine, obwohl ich klein bin. Ich weiß nicht, also die ist halt schon sehr lang, ne, und sitzt halt unnormal hoch. Aber ehrlich, sie sitzt super schön, ich kann sie auch mega empfehlen. Wer sich traut, sowas anzuziehen, ich finde es übel schön. Ja, man muss sich das auch natürlich trauen, sich sowas anzuziehen, weil ich finde, es fällt auf jeden Fall auf, obwohl es nur eigentlich eine Leggings ist, aber unten halt dieses Weite ist. Und ich, also ehrlich jetzt, also wenn man das richtig geil, man kann das übelst geil kombinieren, das sieht wirklich, also es kann wirklich sexy aussehen. Es ist nicht zu breit, ich finde, das geht voll in Ordnung noch. Ich habe eigentlich, also eigentlich hasse ich so Schlaghosen, aber irgendwie finde ich die doch ganz nice. Also es kann schon sexy aussehen, aber es muss nicht sexy aussehen. Also es kann, es kommt auch wirklich darauf an, wie sie geschnitten ist. Aber ja, die habe ich von Topshop und ja. Ich weiß nicht warum, aber ich trage momentan so gerne hohe Schuhe. Ich will mich auch sehr dran gewöhnen, hohe Schuhe, also wirklich hohe Schuhe zu tragen. Nur das mache ich sehr langsam und vorsichtig, weil ich mein Gleichgewicht nicht so halten kann. Mittlerweile geht es jetzt auf jeden Fall. Ich habe mit etwas kleineren Absatz angefangen. Ich weiß nicht, 5. Ich weiß nicht, waren die 5 cm? Obwohl. Nee, gar nicht wahr, oder? Nein, das ist doch voll hoch, oder? Okay, ich habe es jetzt gerade irgendwie nicht im Blick. Auf jeden Fall waren die nicht so hoch. Waren mit einem dünnen Absatz, also sehr schmal. Was mir dann ein bisschen halt das Laufen ein kleines bisschen erschwert hat, weil es halt ein dünner Absatz war. Man bleibt natürlich stecken. Aber in dem kann ich super top laufen. Die sind mega bequem. Und jetzt habe ich mich getraut, etwas höhere zu bestellen. Ich habe auch höhere, aber die sind alle so scheiße unbequem. Und ja, das sind meine neuen Schuhe. Und die sind so Metallic Pink oder Rosé, Metallic Rosé. Und ich stehe ja eh total momentan auf dieses Rosé. Ich liebe Rosé über alles. Also ich habe auch immer den Lidschatten Rosé drauf. Keine Ahnung, auch Klamotten so weiß-Rosé finde ich geil. Sieht einfach super aus.
feminin, süß, hübsch, sexy, ach, ihr wisst schon, alles zusammen. Und deswegen habe ich mir halt jetzt, so Rosé-Goldene geholt. Rosé-Goldene, was laber ich denn? Rosé-Metallic-mäßig. Und, mit einem dicken Absatz, sind halt schon sehr hoch. Also wirklich, wenn man drauf steht, wenn man sie anhat, dann ist das schon wirklich, also ist schon ein bisschen hoch, ne? Also klar, es gibt höhere, aber sie sind schon echt hoch, finde ich. Und dafür, dass aber der Absatz dick ist, fällt das Ganze ein bisschen leichter. Und die habe ich von Amazon und von Even End. Und keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Wenn nicht, dann sorry. Die sind mega schön und ich habe mich verliebt. Und ich ziehe sie momentan auch sehr oft an. Die sind sehr geil. Wirklich, ich will mir die noch in Schwarz holen. Und dann bin ich happy. Ich hole mir eh noch ganz viele. Okay, wir kommen jetzt zu einem Teil, was ich mich jetzt zum ersten Mal getraut habe, das zu kaufen. Und zwar ist das ein Jumpsuit und der ist kurz und ist so topmäßig. Hier hat man dann am Ärmel dann noch so Ärmelchen so, dass das halt so schulterfrei ist, außer halt hier, ne, so wie so ein Top. Und dann schlägt sich das hier. Ausschnitt ist schon ein bisschen viel. Ich finde, das sieht sehr süß aus. Also das ist nicht dieses, boah, man hat Ausschnitt, man ist billig. Auf gar keinen Fall. Also das macht wirklich super süß. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so einen extremen Push-Up-BH anhat, dann sieht das noch natürlicher aus, ne? Wenn man einfach so einen normalen BH anhat, wo jetzt nicht so gepresst wird, halt einfach so einen natürlichen Ausschnitt. Das finde ich auch mal auch sehr schön. Das kann auch sehr schön aussehen. Und ja, ich finde, das sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ich hatte den jetzt auch einmal an und ich finde den super schön, ne? Ehrlich jetzt. Ich dachte immer, das steht mir nie. Also wirklich jetzt. Deswegen habe ich mir das auch nie geholt, so Jumpsuit, Einteiler. Weil ich einfach dachte, das steht mir nicht. Ich finde das, weiß ich nicht, ich habe immer so das so als Kartoffelsack angesehen. So. Keine Ahnung, ich fand, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und dann irgendwie sah das bei dieser, bei diesem Model sehr, 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 sehr schön aus. Total süß. Also irgendwie sexy, aber auch süß und total feminin auch. Also das sieht schon echt nice aus. Wo ich das anhatte, da habe ich schon gedacht, okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Kannst du auf jeden Fall tragen. Und ich finde, das steht mir ganz gut, ohne jetzt eingebildet zu klingen. Aber ich finde, das steht mir trotzdem gut. Kommen wir zum letzten Teil. Und das ist diesmal ein Hoodie, aber ein ganz, ganz, ganz besonderer Hoodie. Weil eigentlich bestelle ich mir nie Hoodies oder kaufe Hoodies. Also ich habe zwar zu Hause voll viele Hoodies hier, aber ich ziehe die wirklich nur zum Chillen an. Also jetzt für die Freizeit, für den Alltag ziehe ich nicht gerne Hoodies an, weil ich finde, das sieht einfach extrem langweilig aus. Keine Ahnung, man kann das natürlich irgendwie cool gestalten, so. Aber ich bin nicht so der, ich weiß nicht, ich mache mich halt gerne schick, habe gerne mal bauchfrei oder mal ein bisschen Ausschnitt und deswegen, finde ich Hoodies nicht so schön. Also schön schon, aber mir ist das zu langweilig. Ja, jetzt habe ich mir aber doch ein Hoodie bestellt, aber das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Hoodie. Oh mein Gott, ich habe mich direkt verliebt, wo ich das gesehen habe. Und zwar ist das eher so ein Body. Also ich zeige euch das mal. Okay, das ist halt ein Body. Und, wie soll ich das euch jetzt am besten zeigen? Es hat halt voll den Mega-Ausschnitt. Also man muss sich da schon was trauen. Das ist schon ein bisschen viel. Weil mein Bauch brummt die ganze Zeit. Ich habe richtig Hunger. Also der Ausschnitt ist schon extrem, also für mich auch ein bisschen zu extrem, muss ich ehrlich gesagt sagen. Man muss sich da schon echt trauen. Ich ziehe ihn auch an, nur ich ziehe immer so ein, und zwar habe ich so ein Bustier, was so auch mit einem Ausschnitt ist. Ich glaube, ihr habt den schon mal gesehen, entweder auf YouTube, ich weiß nicht, ob ich den schon in meinen Videos anhatte. Auf jeden Fall bei Instagram könnt ihr das mal gucken, so aus Samt, auch Rosé, oh, Rosé, das ziehe ich dann halt immer bis drunter und ziehe das halt ein bisschen hoch, so damit der Ausschnitt nicht so extrem ist. Und
dann hat das hinten, der hinten, so eine ganz große Kapuze, also extrem groß. Und hat dann so unnormal lange, dicke Bänder, Schnüren. Und am Arm sind dann so diese Knöpfe, die man am, kennt ihr diese Jogginghosen, die früher so in waren, jetzt sind die, glaube ich, wieder so in, ne? Also dieser Pulli erinnert mich so ein bisschen an, von Rihanna, die Puma-Kollektion, Puma Fenty, die hat auch so ausgefallene Sachen und ich finde, das sieht richtig, 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 richtig geil aus. Ich habe auch schon gesehen, von ihr die Teile, also die ganzen Klamotten von ihr sind richtig geil, das gefällt mir übelst gut. Ja, der fällt halt hier sehr, sehr eng aus am Bauch. Und an den Ärmeln ist er halt so locker und ich finde, das sieht so schön aus. Man kann die Knöpfe natürlich auch öffnen, hat man die Arme sogar ein bisschen frei. Finde ich auch ganz cool, kann man immer gucken, wie man das haben möchte. Sieht auch nicht dann billig aus wegen dem Ausschnitt, ist zwar sehr viel Ausschnitt, muss man gucken, dass man entweder vielleicht ein Bustier oder sowas drunter zieht. Oder halt auch gar nichts, geht auch, dann hat man aber halt krassen Ausschnitt, aber ich finde es nicht schlimm. Also ich finde es persönlich nicht schlimm. Dieser Ausschnitt ist für mich nicht schlimm, weil solange man das nicht billig kombiniert und sich billig, ne, finde ich, geht das voll klar. Und der ist ja cool. So, ist halt ein Hoodie mit einem Ausschnitt. Voll geil. So, das ist voll was für mich irgendwie gewesen. Und deswegen bin ich verliebt und ich habe mir den geholt und ich finde den super. Ich bin verliebt in diesen Hoodie. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn über alles. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Habe ich noch was? Nein. Ja, wie gesagt, das waren meine Sachen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt auch nicht so länger jetzt hier quatschen, weil ich habe jetzt vorhin schon viel gequatscht, generell schon die ganze Zeit viel zu viel gequatscht. Ich weiß, sorry. Egal, das war es jetzt mit dem Video. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und habe euch ganz doll lieb. Und tschüss!